Guten Morgen! Warum gibt es eigentlich so viele Ernährungsempfehlungen? Der große Grund ist, Ernährung interessiert mehr oder weniger jeden Menschen. Jeder Mensch ist daran interessiert, eine seinen Ansprüchen genügende gesunde Ernährung zu finden und damit Krankheiten zu vermeiden, sich glücklich zu fühlen und natürlich fit und vital durchs Leben zu gehen. Entsprechend kann man mit diesem großen Interesse auch sehr viel Geld verdienen. Und wo man viel Geld verdienen kann, da werden Scharlatane, Faker und Betrüger angelockt. Das ist absolut normal und aufgrund der Tatsache, dass die Menschen das Streben nach Geld und Materialismus noch nicht überwunden haben, auch vollkommen adäquat und nichts, worüber man sich aufregen muss. Aber man muss es realisieren. Man muss verstehen, dass ein Großteil derer, die eine Ernährungsempfehlung aussprechen, damit Geld verdienen. Und bei vielen ist es sogar die primäre Motivation. Und wenn man nun mit seinen Ernährungstipps oder Ernährungspräparaten oder was auch immer Geld verdienen will und das die Hauptmotivation ist, dann frage ich Euch, wie werden diese Tipps aussehen? Sie werden so aussehen, dass die meisten Bücher, Videos und Online-Kurse verkauft werden. Ne? Oder eben YouTube-Klicks. Ne? Und wie bekommt man die meisten Klicks und kann die meisten Bücher verkaufen und Filme oder was auch immer? Indem man das sagt, was den Menschen gefällt. Also das sagt, was die Menschen hören wollen. Bestes Beispiel ist mein Video Bildzeitung. Ne? Dieser Eklat, die Empfehlungen der Bild-Zeitung, was die Ernährung angeht, das ist das, was die Leute hören wollen und deshalb wird sie so gut verkauft. In der Ernährung sind es ja, Dinge wie eben die Schokolade oder das Fleisch. Da gibt es ein Statement wie Schokolade ist gesund und wegen dem Kakao, ne? Oder du kannst auch Burger und Pizza essen, solange es vegan ist. Oder du kannst so viel essen, wie du willst, wenn du nur die richtige Makronährstoffverteilung wählst. Oder der Ansatz des pseudo-intuitiven Essens, wo du alles essen kannst, was du spürst, was dein Körper sozusagen braucht. All das ist mit Sicherheit nicht optimal. Aber es sind Aussagen, die Menschen gerne hören und sich damit dann identifizieren können, ihr Gewissen beruhigen und sich auch permanent mit Hilfe der Ernährungsgurus, die genau wissen, was sie sagen müssen, um ihr Geld zu verdienen, selbst belügen. Und Menschen belügen sich lieber, als dass sie sich gerade was die Ernährung angeht, unbequemen Wahrheiten stellen. Denn unsere Ernährung ist schon lange von der Ernährung hin zum Hobby, zur Kompensation oder zum Spaß mutiert. Nahrung muss gut schmecken, das steht doch für 99% der deutschen Bevölkerung ohne Zweifel fest. Eine Nahrung, die nur nährt, aber nicht gut schmeckt, wird allenfalls im Krankheitsfall akzeptiert. Doch der Geschmack ist eben konditionierbar und deshalb ist auch so eine Aussage, hör darauf, was du möchtest, einfach losgelöst, wenn man das nicht ganz explizit trennt, Intuition und Konditionierung, das ist Schwachsinn, das ist schlecht, das ist gesundheitsgefährdend. Hör nicht auf das, was du denkst, dass du willst. Das wäre die richtige Empfehlung, wenn man pauschal sein möchte. Ne? Und dass dieser Geschmack eben konditionierbar ist, das ist offensichtlich. Ne? Wie erklärt man sich sonst, dass Käse als Ekelfood in asiatischen Ländern oder in einigen asiatischen Ländern betrachtet wird, während wir ihn mit Genuss verzehren. Zumindest diejenigen, die halt Käse essen. Warum Affenhirn in den afrikanischen Ländern eine Delikatesse darstellt, wir aber uns mit Schaudern abwenden. Geschmack ist konditioniert und entsprechend funktioniert ein intuitiver Essensansatz, das funktioniert nicht, solange man nicht Intuition von Konditioniertheit abgrenzt. Und dafür reicht es eben nicht aus, nur zu erwähnen, dass man da aufpassen muss, dass man da wirklich intuitiv spürt, was man braucht. Denn das kann der Großteil nicht. Da kann der Großteil der Menschheit überhaupt nichts damit anfangen und will das auch nicht. Der will nur hören, ja, ich höre, was ich muss darauf hören, was ich wirklich will. Ah ja, ich will jetzt Fleisch, ich will jetzt Schokolade, ich will Käse oder was auch immer, was er gerade will. Ne? Und aber das nicht die Intuition ist, sondern das ist einfach der konditionierte Geschmack. Dasselbe ist auch auf meinem Kanal mit der Bewusstheit. Der Großteil von Euch wird sagen, ja klar, ich will bewusst sein und den Grad der Bewusstheit erhöhen, ein bewusstes Leben führen. Aber das sind nur Worthülsen. Genau wie intuitive Ernährung auch nur eine Worthülse ist, solange man es nicht wirklich umsetzt. Ne? Wie viele von Euch haben den Test zur Bewusstheit, die ich leider in dem Video als Bewusstsein bezeichnet habe, aber da sei mal dahingestellt, wirklich gemacht?
Das Video habe ich oben in den Infokarten nochmal verlinkt. Wie viele nehmen sich die Zeit, ihre Intuition dann im Ernährungsbereich erst einmal zu finden, mittels Nahrungsexperimenten, dieses dann veri- oder falsifizieren, Konditionierung anhand ihrer Geschichte zu identifizieren und Wahrscheinlichkeitsverteilung anzulegen, um sich der Wahrheit zu nähern. Da sitzt dann der Kevin oder die Chantal vor YouTube, hört was vom intuitiven Essen und hört kurz in sich intuitiv rein und beißt dann genüsslich in den Maßregel. Weil es genau das ist, was sie jetzt brauchen. Und ach ja, Schokolade ist ja auch gesund wegen dem Kakao. Und die großen Mengen an Zucker, also die Carbs, sind ja sowieso gut. Und von Kohlenhydraten kann man sowieso unbeschränkt essen, weil man ja davon überhaupt nicht zunehmen kann. Und in jedem von euch, in jedem, inklusive mir, steckt ein Kevin oder eine Chantal. Das ist die Aussage des Tages. Ja, der eben lieber die Ernährungsempfehlung hört, von denen sie schon überzeugt sind und wo sie sich überhaupt nicht verändern müssen. Die Dinge, die keine oder eine geringe Änderung ihrer Ernährung nach sich ziehen, die sind viel einfacher zur Verarbeitung und mit Zustimmung zu versehen als die Dinge, wo man sich wirklich ändern muss. Wie auch alles in dieser Welt in der Verantwortung der Menschen liegt. Die Politik, die Kriege, die ausbeuterischen Wirtschaftsunternehmen, die genverseuchte Ernährung, das Ausnutzen anderer Lebewesen, all dies ist in der Verantwortung der Menschen, welches billige Produkte kaufen wollen, welches kein Mitgefühl haben, welches lieber strahlendes und gut aussehendes Gemüse kaufen anstatt verschrumpeltes und so weiter. Und eben auch nur die Dinge hören wollen, die ihnen angenehm sind. Die Wahrheit interessiert nur die wenigsten. Und gerade in der Ernährung, einem fundamentalen Bestandteil seines eigenen Lebens und eben heutzutage oft für viele Menschen eines der wenigen Dinge, die sie sich noch mit Freude antun können, zumindest wenn sie nicht mit Herzinfarkt oder Magentumor im örtlichen Kreiskrankenhaus rumliegen. Gerade in den Dingen will man sich die Freude nicht verbieten lassen. Ich lasse mir mein Bier, mein Steak oder meine Nudeln nicht wegnehmen, sondern da suche ich lieber nach Informationen, die mir sagen, Fleisch hat total viele lebenswichtige Proteine, Alkohol ist in Maßen sogar gesund oder Nudeln sind Energie pur, man kann so viel essen, wie man will. Und wenn dann Informationen begegnet wird, für Fleisch werden Tiere gequält, Alkohol fördert Krebs und Nudeln erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, dann wird schnell weitergeklickt oder sich aus dem Phrasenschwein bedient. So, dann kann man ja sowieso bald gar nichts mehr essen oder glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefaked hast und so weiter. Die wenigsten Menschen sind wie ich auf der Suche nach der Wahrheit und eben auch ganz besonders in der Ernährung und vor allem auch nicht fähig, sich der ständig ändernden Forschungssituation neutral zu stellen. Da wird entweder davon geredet, dass man der Forschung aufgrund der Falsifizierung falscher Forschungsergebnisse oder damals für richtig empfundener Forschungsergebnisse und dann neu aufgestellte, also aufgrund dieser Dynamik der Forschung, da wird erstmal überhaupt kein Glauben mehr geschenkt oder eben auf irgendwelche Erkenntnisse, die man irgendwann mal zu einem Zeitpunkt sich angelesen hat im wissenschaftlichen Kontext, wird dann aber ein Leben lang gepocht und sagt, nee, das habe ich damals und das waren die Erkenntnisse damals und das ist so und das bleibt dann bis zum Leben so. Ne? Wie zum Beispiel das Fleisch, was halt unsere Eltern, wenn ich jetzt zu meinem Alter rede, gehört haben, das Fleisch ist gesund, ne? Fleisch ist Lebenskraft. Und solche Sachen, das bleibt dann ewig im Gehirn. Und vielleicht waren die Eltern damals auch so, dass sie sich informiert haben, was ist wichtig für die Ernährung und was ist gesund. So, und dann anhand der Information damals war eben Fleisch gesund. So, und dann bleiben sie dabei. Ne? Also entweder dieses Extrem oder eben, dass man gar nicht sagt, oh, die Wissenschaft geht überhaupt nicht, kann sie gar nichts mehr glauben. Aber eben diese Dynamik, diese ständig ändernde Umwelt und das damit sich permanente Anpassen, Neujustieren, Resetten oder Reevaluieren, das ist das Problem der starren Denkstruktur vieler Menschen. Aber es ist nun mal so, die Wissenschaft ändert sich. Ne? Es ist nun mal so und die Erkenntnisse ändern sich. Und wenn man nicht komplett intuitiv und spirituell durchs Leben geht, sondern schon Argumente braucht, um sein Leben zu leben, dem Denken unterliegt, dann muss man sich dieser Dynamik anpassen. Naja, aber eben von dieser Dynamik profitiert eben auch der Zweig der Ernährungsempfehlungsindustrie. Da ist auch die gesündeste Ernährung, die fettarme Rohkost, so unpopulär in der Masse der Gesellschaft. Es gibt keine mir bekannten Ernährungsformen außerhalb der Rohkost, die erfolgreich eingesetzt würde, um Krankheiten zu heilen. Denn dann, wenn man krank ist, das sind alle Menschen bereit auf eingebildeten und konditionierten Genuss zu verzichten, wenn es als Medizin betrachtet wird. Ne? Der Bürger Benner damals in seiner Rohkostklinik, das war Medizin, ne? Die gesunde Rohkosternährung, was denn Medizin? Ja, muss ja nicht schmecken, aber es hilft mir so. Denn
hat der Mensch in seinem Kopf keinen Anspruch an einen guten Geschmack und er will nur gesund werden und nicht sterben davon, dann kann er plötzlich sich gesund ernähren. Aber wäre es nicht direkt klüger, sofort gesund zu bleiben, anstatt sich mit Fleisch, Käse, Kokosöl oder was auch immer zuzustopfen, weil es ja ach so gut schmeckt? Wäre es nicht klüger, seine konditionierten Geschmäcker zu überarbeiten und sich die Bewusstheit zu erarbeiten, warum man irgendwas gut findet und dass das einfach nur ein neuronales Netz ist, Video oben im Infogarten. Wäre das nicht effektiver, sich der Wahrheit quasi zu stellen? Nur mal so als Hinweis, sucht mal unter den Millionen Studien eine einzig negative Studie über die vegane fettarme Vollwertrohkost. Die gibt es nicht, weil es eben die gesündeste Ernährung ist. Aber warum sie dann trotzdem nicht die populärste ist, das habt ihr heute erfahren, ne? Das schmeckt den meisten nicht, wir sind nicht drauf konditioniert. Sag mal, so simple Sachen zu essen, das schmeckt uns nicht und deswegen, das will keiner hören und deswegen wollt ihr das vielleicht auch nicht hören, aber es ist so, es ändert nichts an den Tatsachen. Wenn du magst, was du hörst und Dinge, die du magst, lieber glaubst als die Dinge, die wahr sind, dann endest du irgendwann bei einer für dich angenehmen Ernährungsempfehlung, aber niemals bei dem Optimum, was die vegane Vollwertrohkost darstellt. Ich unterstütze Urs Hochstrasser mit seiner Empfehlung von 2 Monaten 100% Rohkosternährung, um herauszufinden, wie die Rohkost geistig und körperlich auf dich wirkt. Dann weißt du mit Sicherheit, was die gesündeste Ernährung ist. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und dann kannst du dich auch hinstellen und sagen, ich habe jetzt Bock auf ein Steak oder auf eine Schokolade oder auf ein Bier und erkennst diese auch als Konditionierung an und befriedigst diese mit einem realen Wissen. Dann ist das in Ordnung und du bildest dir nicht ein, dass dies gesund ist, sondern weißt, hey, so wie ich mich mit der Rohkost fühle, das ist das Optimum. Aber heute habe ich eben Bock, nicht optimal zu sein. Das ist das, wo ihr hinkommen solltet, meiner Erfahrung und meiner Empfehlung nach. Nicht mehr auf der Suche nach der optimalen Ernährung. Die habt ihr gefunden, wenn ihr vegane, vollwertige, fettarme Rohkost zu euch nehmt. Dann könnt ihr euch der Wahrheit in anderen Teilen eures Lebens auch widmen. Eben das Aufspüren von konditionierenden Denkmustern, die Suche nach der universalen Verbundenheit, von dem alle immer reden oder eben das, was der Sinn des Lebens für euch ist. Das sind Lebensaufgaben, die weit schwerer sind als die Suche nach der optimalen Ernährung. 2 Monate vegane Vollwertrohkost, fettarm. Wenn ihr keine Ahnung von Nährwerten und Bioverfügbarkeiten habt, dann trackt eure Nahrung und beschafft euch Informationen. Das geht alles kostenlos. Nehmt alle essentiellen Nährstoffe zu mindestens 50% der DGE Empfehlung auf und achtet darauf, dass ihr nicht mehr als 10-20% eure Energie aus Fetten mit einem ausgeglichenen Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis bekommt. Mindestens ein halbes Gramm Protein pro Körpergewicht und dann könnt ihr nach 2 Monaten wirklich einen Haken hinter die Sache oder hinter die Suche nach der optimalen Ernährungsform machen. Dann wisst ihr sie, weil es gibt nichts, was euch besser fühlen lässt nach 2 Monaten. Danach habt ihr die Wahl, entweder ehrlich zu euch zu sein und zu sagen, okay, es ist die gesündeste Form der Ernährung, aber ich habe Gelüste und meine Lebensnutzenfunktion korreliert zwar mit mehr Gesundheit, aber inkludiert noch andere Faktoren wie den Genuss oder die Bequemlichkeit und deshalb esse ich auch wieder mal etwas Gekochtes oder etwas Fleisch oder was auch immer. Oder ihr redet euch wieder das ein, was ihr am liebsten hört und am angenehmsten für euch ist. Ausreden dafür brauche ich euch nicht zu sagen, was ihr euch da einreden könnt. Euer Gehirn findet definitiv in diesem Zusammenhang auf jeden Fall was, um euch das wieder schön zu reden. Also, wie wollt ihr euer Leben leben? Ich bin gespannt. Macht's gut.